Das Einzige, was eure Webseite zum Fliegen bringen wird, auf Dauer, sind Objekte. Ihr müsst einfach Objekte auf eure Webseite kriegen, weil das bringt die Seite zum Fliegen, weil das ist die Dynamik, das ist der dynamische Prozess, der auf der Webseite stattfindet. Ja, und ich bin Käufer, und da kann man übrigens mal nach Amerika gehen und sich diese Webseiten anschaut, da geht es nur um Immobilien. Aber was erwarte ich denn von dem Immobilienmakler, wenn ich auf eine Immobilienmakler-Webseite gehe? Autos? Nein, da erwarte ich Immobilien. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast Immolution. Heute sprechen wir über das Thema Webseite. Eine Webseite für den Immobilienmakler und was der Zweck überhaupt einer Webseite ist. Und dafür natürlich wieder den klassischen Interviewgast Heinz Bosbach. Genau, lass uns einfach direkt einsteigen in das ganze Thema und direkt die Eröffnungsfrage stellen. Was ist deiner Meinung nach der Zweck einer gut performenden Immobilienmakler-Webseite? Okay, also zuallererst erstmal müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich das Ziel. Also was war also Ziel und Zweck einer Webseite? Ziel und Zweck einer Webseite ist, ganz, ganz einfach, nämlich den Besucher zum Interessenten zu machen. That's it. Nichts anderes. Also dieser Irrglaube da draußen, eine Webseite ist eine Visitenkarte und bla 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 bla, forget it. Das ist nicht der Zweck. Der Zweck ist, den Besucher in einen Interessenten zu verwandeln. Und aus diesem Grund sind auch so Sprüche wie herzlich willkommen, ja, ist schon ein großer Fehler. Weil das herzlich willkommen ist keine Zielgruppenansprache. Überhaupt nicht. Ja? Denn nochmal, der Besucher, wer ist denn der Besucher? Die Frage muss ich mir ja stellen. Wer ist der Besucher auf meiner Webseite? Ja? So, und der kommt ja auf meine Webseite, so, und den muss ich nicht willkommen heißen, weil der ist ja schon da. Ja, also das ist einfach, also ja. Verstehst du, das ist einfach schon weird. Ich schreibe ja auch nicht auf meine Visitenkarte drauf, herzlich willkommen. Da steht mein Name drauf, was mache ich, wer bin ich? Ja. Oder wer bin ich und was mache ich? Ja, ja? Also das ist komplett weird und braucht kein Mensch. Ja? Also diesen Satz verbannt den von eurer Webseite, der hat da nichts zu suchen. Mhm, okay, was sind denn deiner Meinung nach die Eigenschaften, die auch eine Webseite haben sollte? Der erste Punkt ist, ich muss Klarheit darüber haben, wer ist meine Zielgruppe? Verkäufer, Käufer, jetzt beim Immobilienmakler natürlich. Mhm. Ja? So, und eine Sache muss auch klar sein, ihr könnt auf der Webseite, das Einzige, was eure Webseite zum Fliegen bringen wird, auf Dauer sind Objekte. Ihr müsst einfach Objekte auf eure Webseite kriegen, weil das bringt die Seite zum Fliegen, weil das ist die Dynamik, das ist der dynamische Prozess, der auf der Webseite stattfindet. Ja, und ich bin Käufer, und da kann man übrigens mal nach Amerika gehen und sich diese Webseiten anschaut, da geht es nur um Immobilien. Mhm. Aber was erwarte ich denn von dem Immobilienmakler, wenn ich auf eine Immobilienmakler-Webseite gehe? Autos? Mhm. Nein, da erwarte ich Immobilien. Ja, das heißt, ich habe das Interesse, nach Immobilien zu suchen oder mich zu erkundigen danach, ob der Makler auch Immobilien verkauft. Ja, und ja. Wenn ich da draufgehe und ich finde keine Immobilien, dann ist das natürlich nicht so sexy, weil was soll das? Ja, mhm. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich brauche einfach Objekte und die muss ich super sauber, prominent, hochprofessionell da drauf bringen. Das ist einfach super wichtig. Du hattest eingangs schon ein No-Go erwähnt. Herzlich willkommen, kann man sich sparen. Hast du noch ein, zwei No-Gos, wo du sagen würdest, die haben auf einer Webseite in deiner Meinung und ja, das wird auch so natürlich stimmen, nicht zu suchen. Was natürlich auch eine Sache ist, wenn ich natürlich all das mache, was alle machen, dann ist natürlich auch Käse. Ja. Mhm. Also ich bin überhaupt kein Freund und es ist auch absoluter Quatsch und Bullshit, ist Videos drauf zu packen, die bei 600 anderen Maklern auch drauf sind. Ja? Die Unterscheidung des Logos ist nicht die Unterscheidung des Videos. Das ist einfach, uniker Content ist entscheidend. Ja? Mhm. Mach eigenes Zeug, mach cooles Zeug, aber hör auf damit, einfach Dinge von anderen zu übernehmen, ja? Die, wie gesagt, 100 andere schon haben. Das geht einfach nicht. Das ist einfach absolut Käse. Ja, das ist auch diese Einfallslosigkeit, ja, dieses Mann, stell dich selber vor die Kamera, zeig dich. Dazu habe ich mal einen interessanten Spruch gesehen von einem sehr erfolgreichen Menschen auch, der gesagt hat,
der Durchschnitt schaut links und rechts und die Besten, die definieren den Status quo komplett neu. Ja, genau. Ich denke, das passt auch zum Thema Webseite sehr gut. Genau, exakt, ja, so. Und ein weiteres No-Go ist natürlich, einfach grundlegende Dinge des Marketings zu vermeiden, ja. Also das heißt eben die klare Zielgruppenansprache, ja. Sie wollen ihre Immobilie verkaufen, ja. Sie suchen ihr Traumhaus, nur mal als einfaches Beispiel zu nennen. Das sind genau die Sätze, die da drauf müssen, ja. Das ist der VIP-Suchservice, ja. Käufer werden eh komplett unterschätzt. Reden wir aber mal in einer anderen Folge drüber. Ein weiteres Thema ist Thema Online-Bewertung. Ja, das ist alles schick und schön, aber es ist auch mittlerweile auf tausenden von Webseiten drauf. Mhm. Und die Webseite muss natürlich irgendwo auch ein bisschen leben, Content, weil die Attraktivität gegenüber YouTube, Google, dem Google-Algorithmus muss natürlich auch da sein. Und da gibt es natürlich auch ein paar Hacks und ein paar Tipps, die sehr, sehr wichtig sind. Aber das erstmal so vom Kern. Was man auf jeden Fall noch sagen kann zum Thema Webseite, es geht erstmal nicht darum, dass das ein hochkomplexes Ding sein muss, sondern der Fokus muss wirklich darauf sein, Akquise, Einkauf und Verkauf anzukurbeln, anzupowern, ja. So, und dann steigt auch eine Webseite in Form von Gradienten, also in Stufen, ja. Weil wenn du die High-End, die wirkliche High-End-Webseite haben willst, dann findest du die nicht bei irgendwelchen Baukastenlieferanten, die Standardkram abliefern, dann musst du dir wirklich Gedanken machen. Und da ist einer meiner ganz wichtigsten Tipps, die ich dir geben kann, ist: Marketing ist Chefsache. Du kannst das Thema nicht einfach delegieren an jemand anders. Deshalb kann auch am Anfang eine ganz einfache Webseite, die aber ein bisschen cool aussieht, ein bisschen modern ist, schon völlig ausreichend sein. Und sorge erstmal dafür, dass du Objekte draufkriegst. Und dann wird es ein dynamischer Prozess sein. Deine Webseite wird immer besser. Das ist mal erst das Wichtigste dabei. Und nochmal, du musst die Sprache deiner Zielgruppe auf der Webseite treffen. Ja, richtige Zielgruppenansprache, richtige ordentliche Headlines drauf, vor allen Dingen gute Bilder und vor allen Dingen eigene Bilder von dir und nicht irgendwelche Stockfotos. Investiere lieber in gute Bilder von dir und deinem Team, ja, im vernünftigen Anzug, in einem vernünftigen Style, ja, und bau das auf und sorg dafür, dass du Objekte auf deine Webseite draufkriegst. Und dann hast du schon ganz, ganz viel gewonnen. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank hier für diese kurz, knapp und knackige Podcast-Folge. Und denk dran, alles Wesentliche findest du wieder in der Infobox. Abonnieren des Podcasts, abonnieren unseres YouTube-Channels ist letztendlich unumgänglich. Wir freuen uns auf dich. In diesem Sinne, mach's gut.